Hallo Freunde der Sonne, da bin ich wieder mit The Hunter und wir jagen jetzt weiter die Schneeschuhhasen. Behalten aber auch bei, wenn mal was anderes vor die Flinte kommt, dann nehmen wir das auch mit. Ja, der Sitka, der schreit ja förmlich nach mir, ne? Ich habe jetzt auch keine Spuren mehr von den Hasen gefunden. Ne, ist nur ein Stock. Ich gehe jetzt erstmal in die Richtung hier. Sollte sich der Sitka zeigen in der Zeit. Könnte ich ja mal versuchen, ihn aufs Korn zu nehmen und ihm eine Kugel zu verpassen. Den aber auch nicht. Oder sie. Er, sie, es, wie er, sie. Irgendwo da oben wird sie sein, oder er. Würde ich lieben gerne wieder eine Hasenspur finden. Also das Ding scheint näher zu kommen. Bling. Ich glaube, es ist da unten, ne? Nee. Überfragt. Sehe es nicht. Aber wir bereiten uns mal vor. Darauf, falls wir es sehen, dass wir reagieren können. Hier ist eine Spur. Ich lausche immer und dann höre ich immer meine eigenen Schritte. Das ist mal wieder eigenartig. Ah, das ist der Fuchs. Ist der Fuchs. Beziehungsweise sogar ein anderer, ne? Der eine ist ja da lang gegangen. Er ist hier. Entlang. Ja, das Sitka zeigt sich nicht. Entweder weggerannt oder... Keine Ahnung. Eine Spur von vor mir. Ja, ich lasse mich schon wieder viel zu hart ablenken. Oh. Muss da vorne gleich irgendwo rauskommen. Vermute rechts hinter dem Stein. Bin mir nicht sicher. Glaube ich, nur ein Weibchen, ne? Kleines Männchen. Konnte ich jetzt nicht sichten, er hat mich ja gesehen. Da heißt es dann immer reagieren, bevor er reagiert. Hier war eine Spur. Hätte ich gerne. Ich hasse das, ne? Hasse ich so an dieser Schneeregion. Die Spuren einfach nicht findest. Ja. Gut. Ja, der dreht sich nicht so, wie ich es gerne hätte. Egal, wir machen jetzt nicht so ein großes Ding draus. Ich habe keine Zeit, hier mit ihm rumzueiern. So. Will ja schließlich noch meine Hasen erwischen.
Dafür aber erstmal wieder die Spuren finden. Hier. Hier haben wir Spuren. Also der Fuchs scheint wohl doch die zu verfolgen. Soll mir nur recht sein. Dann brauche ich ja nur noch dem quakenden Fuchs hinterherlaufen. Der mir die Arbeit dann erleichtert. Ich glaube, hier gibt es auch die Eisbären, ne? Da sehe ich auch keine einzige Spur mehr. Allgemein sehe ich gerade nichts mehr. Ja, der Schnee ist wirklich brutal schlimm. Man sieht wirklich nichts. Egal welche Farbe ich da einstelle, ich sehe da einfach nichts. Das ist echt heftig. Jetzt muss ich halt irgendwie rausfinden, wo das Häschen hingerannt ist. Was ist das hier? Nee, ich glaube, das ist die vom Fuchs. Die vom Fuchs wollen wir nicht. Wir wollen den Hasen. Einen haben wir bis jetzt nur, das ist gar nicht so gut. Wenn ich pro Folge einen erwische, dann fehlt mir am Ende noch einer. Das heißt, da vorne steht irgendwas. Jetzt hat es mich bemerkt. Ach Mann, ich habe wieder auf den falschen Knie da den Knopf falsch gedrückt. Hört ihr das? Kotzt mich immer wieder an. Oh, was haben wir hier? Häschenspuren vielleicht? Nein. Tja, wo ist mein Häschen hin? Jedenfalls noch ich. Jedenfalls war hier vorne wieder ein Sitka, das die Flucht ergriffen hat. Ja, es wird wieder ein richtiges Drama mit den Hasen, ich merke das schon. Obwohl, sitzt da einer? Nee. Ich kann mich noch erinnern, als ich die das erste Mal gesehen habe, da habe ich gerade mehrere von den Hasen gesehen. Da habe ich die einfach links liegen lassen. Jetzt kommt wieder der Tag, wo ich sie brauche, wo sie dicht da sind. Bin jetzt auch bewusst, vielleicht schrecke ich einen auf, der vor mir läuft oder so. Natürlich ziemlich unpraktisch, wenn man nicht weiß, wo sie sind. Die sind ja hier überall verteilt. Ich glaube nicht, dass sie einen speziellen Spot haben, so wie die europäischen Kaninchen, dass sie da einfach aus ihrem Loch kommen und dann ist gut. Ich glaube, die sind hier überall random gesetzt.
Das heißt, alles nicht so einfach. Ist zwar blöd, dass ich da hinten die Spur nicht wiedergefunden habe von dem Hasen. Weil da muss ja einer gewesen sein. Ich habe ja Spuren gehabt. Aber alle Spuren verlaufen sich irgendwie. Jetzt wieder ein bisschen dunkler. Mal versuchen, die Spur zu sammeln, aber die ist jetzt gar nicht mehr da. Die scheint jetzt schon komplett verweht zu sein. Die nicht mehr finden kann oder was? Was? Ups. Den Fuchs wollte ich nicht. Hatte einen Hasen als Target. Vielleicht hat der Fuchs ihn gefressen. Weiß man's. Und deswegen sind die Spuren weg. Das wäre aber nicht gerecht, wenn ich hier jetzt auch noch gegen die Füchse ankämpfen muss. Um die Hasen. Aber hier gibt es auf jeden Fall einige Füchse. Ist ja im Grunde kein schlechtes Zeichen. Und der ist links lang gelaufen. Mike, was macht er, wenn ich jetzt rechts lang laufe? Jetzt echt hier durchlaufen. Weiß nicht warum, irgendwas zieht mich hier lang. Irgendwas sagt Cliff, laufe hier lang. Ach, totaler Bullshit sein, keine Ahnung. Aber ich denke mal, mit der Entscheidung hier werde ich auch wieder komplett in die AA treten. Da wird hier wahrscheinlich gar nichts sein. Wird wahrscheinlich nichts geben. Und die Füchse gibt es wahrscheinlich nur, die Füchse, die Hasen gibt es wahrscheinlich nur da hinten irgendwo da. Wo die Füchse auch langlaufen. Wodurch ich halt mega gearscht wäre. Hier sind auch keine Spuren, ne? Das ist der Grund, warum ich hier gerade renne. Das ist quasi die Hoffnung, nach einer Spur zu finden noch. Das kann ich mir wohl abschminken. Das sind einfach keine Spuren. Die würde ich jetzt halt sehr gut sehen können bei der Witterung. Aber die sind einfach keine. Ja, ich wollte die Witterung halt ausnutzen. Dadurch, dass jetzt die Sonne nicht mehr auf den Schnee knallt, sieht man die Spuren relativ gut. Wenn ich meine finde, kann ich es euch zeigen. Ja, ich werde jetzt doch da oben lang laufen. Hier scheint einfach nichts zu sein. Hier waren zwar zwei Hasenspuren, aber wer weiß, wo der hin ist. Die Spuren sind ja auch weg von dem. Oh, schön windig gerade. Schön wäre es, wenn es jetzt hier im Real Life auch so schön windig wäre hier in Berlin. Hätte ich auf jeden Fall einen angenehmeren Abend als diesen ich schwitze mich zu Tode Abend. Ah, jetzt kommt hier die Sonne, das ist gar nicht so schön. Wir gehen jetzt einfach da lang. Und dann werden wir mal sehen. Was wir so finden, was uns vor die Flinte läuft. Wird halt mitgenommen. Ein Sitka-Männchen hatten wir ja nun auch schon wieder.
Den Fuchs wäre es etwas schwieriger, also für mich wäre es schwieriger, den Fuchs jetzt zu kriegen. Versuchen würde ich es trotzdem. Shit, ich habe mein Visier nicht dabei. Oh, freie Schnauze ballern. Das ist immer blöd, ne? Wenn man eine Waffe austauscht, dann wechselst du alles aus, dann fliegt auch das Visier gleich mit weg. Ich würde es versuchen. Jetzt ohne das Visier vom Parkarbeiten. Wenn ich den dummen Caller finde. Sag mal. Wer weiß, wie viele Füchse hier gleich auftauchen. Ich weiß auch gerade nicht, wie die Schussreihenfolge war. Ich glaube 20, 40, 60 waren es. Ich muss jetzt mal davon absehen, dass es auch noch sau windig ist. Von wo kommt der Wind überhaupt? Ob von links? Ich sehe es gerade gar nicht so gut, wo der Wind kommt, aber der Fuchs kommt. Und der kommt über rechts. Dieser miese kleine Schuft. Na shit, der Wind kommt von hinter mir. Ich bin nicht guter Dinge. Muss ich ehrlich zugeben gerade. Weiß nicht, ob der mich jetzt sogar schon bemerkt hat. Den jedenfalls nicht mehr. Oh, er kommt. Weiß auch gar nicht, wie weit er weg ist, ne? Hör ihn jedenfalls laufen. Nicht laufen. Ach, fuck, Mann. Hä, da waren zwei. Ach. Ja, gut. So ein Mist. Wieder alles schief gegangen, ne? Wieder alles schief gegangen, was schief gehen konnte, aber hier war eine Spur. Bei den Füchsen hier ist es aber vorteilhaft, weil die flüchten nicht so weit. Tja, ist natürlich blöd. Ich war ja eigentlich darauf. Ich dachte, ich bin darauf vorbereitet. Auf Füchse. Mit meinem Parkarbeiten. Dadurch, dass ich jetzt halt nochmal gucken musste, wie weit er weg ist. Und weil ich es ja nicht einschätzen konnte. Vom Augenmaß. Er ist ja nicht so gekommen, wie ich mir das vorgestellt habe. Er ist ja hier rechts lang gelaufen, statt den geraden Weg zu nehmen. Aber da es ja eh zwei waren, wer weiß, welchen von den beiden ich gehört habe. Na, da macht sich halt ein Gewehr oder irgendwas doch noch bezahlt bei Füchsen. Auf Füchse gehen mit Bogen ist schon so eine Sache. Muss man mögen. Dem einen liegt's, dem anderen nicht. Mir liegt's eigentlich, aber ja, ohne diverse Voraussetzungen wie das Visier für den Parkarbeiten wird's auch für mich sehr, sehr schwierig, wenn ich im Wind stehe, so dass sie mich riechen. Und gerade da, wo er denn quasi fast da war an der Stelle, wo ich ihn haben wollte, hat er auch aufgehört, hat der Sturm aufgehört. Keine Ahnung, ob das jetzt sowas darauf. Aber damit zu tun hatte, dass er mich dann plötzlich ja genau in der Sekunde gerochen hat oder was weiß ich. Oder gesehen hat.
Vorstellen kann ich es mir natürlich. Ich werde dem Spiel sicherlich nichts unterstellen, wie dass es nicht realistisch ist. Finde es doch tatsächlich sehr gut gemacht. Irgendwas ist da vorne. Ja? Hätte es gesagt, da ist was. Da ist aber scheinbar nichts. Was haben wir hier? Das Sitka. Das geflüchtete Sitka. Irgendwas läuft hier. Das ist der Fuchs, verdammte Axt. Ich dachte, das ist eine Hase. Gott sei Dank hat er nicht geschossen. Ich wollte schon. Da hinten rennt noch was. Das könnte aber ein Hase gewesen sein. Sah verdächtig aus. Ich sehe es da schon. Was ist es denn? Irgendwo hier war es doch. Hab's doch gesehen. Wo ist es jetzt hin? Polarfuchs. Hier ein Polarfuchs. Seht ihr ihn? Ich für meinen Teil sehe ihn nicht. Aber ich habe ihn gespottet. Demnach also kein Hase. Adam Limit, oder? Ich sehe ihn wirklich nicht. Keine Ahnung, wo der da ist. Da. Aber es ist ein Polarfuchs. Also für mich uninteressant. Ja gut, die Runde ist schon wieder rum. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Kommentieren nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen. Dann seid ihr beim nächsten Mal, wenn was kommt. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.